Liebe Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Test auf diesem Kanal. Heute geht es um Viola the Heroine's Melody. Habe ich garantiert falsch ausgesprochen, ist scheißegal. Ich habe es schon angezockt, aber wir starten natürlich nochmal von vorne, denn ihr wollt ja auch von vorne mitkriegen. Es ist ein Musical-Plattform-RPG-Spiel und ich bin ja gerade wieder in meinem, ich guck mal die Spiele bei Steam an, die ich so hatte. Und probier den mal aus. Vielleicht ist ja was Cooles dabei, was man Let's Playen könnte. Und da gehört auch Viola dazu. Und wir haben jetzt erstmal noch ein sehr, sehr cooles Zitat von Stephen King, das ihr euch gerne durchlesen könnt. Ist ein sehr schönes Zitat. Und vom Abajani Jeffrey J. Lloyd, der dir sagt, du darfst dich selber lieben, so als wenn du ein Regenbogen wärst, der auf beiden Enden Gold hat. Oh, wie schön. Und ja, da sind wir. Wir sind Viola. Wir spielen eine Violine. Who had guessed it? Aber Viola ringt so ein bisschen mit sich selber, ob sie überhaupt spielen kann. Das Spiel gibt es leider nur auf Englisch. Das ist das Schade. Und ja, wir müssen jetzt halt dieses wunderschöne Lied nachspielen, das sie uns da gerade in Gedanken vorspielt. Ist ja kein Problem. Kriege ich ja wohl hin. Nicht? War das falsch? Hä? Ich habe doch gut gespielt. Okay, nochmal. So wie wir es gestern gemacht haben, Viola. So wie wir es gestern gemacht haben. Du, 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 du. Verdammt, wieso kriege ich das heute nicht hin? Okay, jetzt aber. Viola, du kannst das. Okay, ich krieg's einfach nicht hin, diese scheiß Violine. Wieso habe ich mir auch die Violine als Musikstück ausgedürft? Das ist das blödste Instrument, das ich mir aussuchen hätte können. Warum habe ich nicht einfach ein Keyboard genommen oder eine Triangel? Ich kann's einfach nicht mehr. Diese blöde Violine. Violine? Bist du jetzt sauer auf mich? Du musst doch nicht auf die dunkle Seite der Macht! Nein, Violine! Wieso ziehst du mich gleich mit hinein? Nein! Ja, das ist der Anfang von dem Spiel. Man wird in eine unbekannte Welt hineingeworfen, weil man keine Violine mehr spielen kann. Und da sind wir in dieser wunderschönen Welt, die von links nach rechts geht. Aber was ist denn das? Ein böser blauer Schleim? In dieser Welt gibt es blöde blaue Schleime? Und ein Furry-Wesen! Ja, Fenris, du bist der Allergeilste! Danke, dass du mich gerettet hast! Aber nein, ich brauche deine Hilfe nicht! Lass mich in Ruhe! Ja, also wir sind ein bisschen Arschloch-like unterwegs, aber verständlich, wenn man gerade sein Instrument nicht spielen konnte, was man sein Leben lang halt trainiert hat, dann ist das schon verständlich, dass man mal ein bisschen eine kleine Bitch ist, oder? So, und ja, hier, der Fenris hat uns jetzt schon gezeigt, wie man da hochkommt. Und zwar hat man, wie in Mario, so einen geilen Triple Jump. Und mit dem Triple Jump kommt man nämlich viel höher als mit dem Double Jump. Das ist schon ganz schön witzig. Das ist halt dieser Plattformer-Aspekt in diesem Spiel. Ist jetzt auch nicht sehr anspruchsvoll. Aber da kommen noch viel coolere Sachen. Fenris, kannst du mir kurz da hochhelfen? Auch wenn ich das eigentlich selber schaffe mit einem Triple Jump, aber let's go. Ah, danke, Fenris. Du bist der beste Furry, den ich jemals gesehen habe. Ja, und so schnell geht's. Wir sind jetzt Freunde geworden. Ich habe jetzt nicht ganz mitbekommen, warum, aber wir sind Best Friends. Und jetzt kommen wir ans Angemachte, nämlich wir fighten gegen diesen blauen Schleim. Zwar hat Fenris das eben ganz alleine hinbekommen, mit einem Schlag den zu vernichten, aber jetzt sind wir zu zweit und unsere Violine hat sich irgendwie in einen Bogen verwandelt. Ja, ja, ganz logisch. Und dieses Spiel baut tatsächlich immer weiter auf. Ist sehr, sehr schön. Bisher können wir nur angreifen. Wo sind denn hier die Tasten auf diesem Controller? Das erinnert ein bisschen an Paper Mario, finde ich. Also man kann halt auswählen, yo, ich greife jetzt an. Aber während des Angriffes muss man halt so Action-Buttons drücken, die ihr da seht. Ich muss B drücken und dann X drücken. Und je besser man das macht, umso mehr Schaden macht man. Das ist ja bei Paper Mario eigentlich auch immer so. Da muss man im richtigen Moment A drücken. Und das war richtig cool dabei. Ach, kaputt gehauen. Das ist halt der RPG-Style. Keine Sorge, es bleibt nicht dabei, dass man nur angreifen kann, sondern es gibt auch noch Magie in dieser Welt. Also man kann dann so krassere Attacken machen, wie man das vielleicht auch bei Final Fantasy kennt. Dass man dann so eine Eisattacke machen kann. Oh, das ist auch noch wichtig. Erklären die zwar auch noch. Oh, warte, wir müssen gar nicht gegen den kämpfen. Also wir können auch über den rüberspringen. Man muss das nicht machen, wenn man nicht will. Ich mach das mal kurz trotzdem. Denn wie in jedem guten RPG muss man natürlich viel grinden, um XP und sowas zu bekommen. Und das will man ja. Aber es gibt später auch so wie bei Pokémon, dass man dann mit Wasser gut gegen Feuer ist, etc. Also damit wird auch noch gespielt. Sehr, sehr cool, dieses Spiel, möchte ich sagen. So, und hier sind wir an dem Ausgang angekommen. Aber dafür müssen wir ein Liedchen spielen. Welches Liedchen wird es sein? Und kann ich denn immer noch meine Violine spielen, wo ich es doch in meiner Welt nicht konnte? Er hat einfach ein Cello, Leute. Fenris hat einfach ein Cello. Achso, stimmt, wir wollten, glaube ich, nicht spielen, weil wir noch ein bisschen doof im Kopf sind und sagen, nope, wir können nicht spielen. Aber Fenris kann dafür viel hübscher spielen. Ja, der war eine große Violine, aka Cello. Let's go. Viola, the Heroine's Melody. So, das war's aber mit diesem Let's Test. Nein, Quatsch. Wir spielen noch ein bisschen weiter, ich zeige euch noch ein bisschen mehr. Ich möchte euch zumindest noch den Antagonisten in diesem Spiel zeigen.
So, und damit sind wir in der richtigen Welt. Das eben war ja quasi nur Tutorial und hier ist das jetzt mehr oder weniger Open World. Also man kann tatsächlich hinlaufen, wo man will. Es gibt überall so kleine Schätze und sowas, wo man halt auch Health Potions und sowas finden kann, die man natürlich auch später braucht. Items, klar, RPG halt. Aber ich würde sagen, wir sehen uns dann wieder, wenn irgendwas Spannendes passiert, nicht wahr? Na, und da haben wir schon die nächste spannende Sache. Wir sind aufgelevelt und kriegen mehr HP, AP, was man halt so alles kennt aus RPGs. Ja, ja. So, und dann haben wir hier... Oh, was ist denn das für ein komisches Pilzhäuschen? Lass doch mal reingehen. Hallo? Ist irgendjemand da? Nico? Bist du hier? Keiner da? Puff, da ist er, der Nico. Ja, Fjernat, ich bin's. Mein Name ist Nico. Ja, das ist Nico, der verkleidet sich als eine Katze, mehr oder weniger, ist ein Zauberer. Und ist eigentlich witzig drauf. Also die Story ist auch ganz, ganz cool. Ich habe jetzt aber keine Lust, das alles zu übersetzen. Und auf Englisch das alles vorzulesen, habe ich auch keine Lust, Leute. Wenn ihr die Story wissen wollt, also ganz... Genau, dann müsst ihr euch das Spiel halt kaufen. By the way, kostet dieses Spiel 15 Euro. Und ja, so ein bisschen wie diese Crocs aus Zelda. Er ist jetzt unserer Party beigetreten. Hier oben habe ich natürlich noch eine, habe ich nicht übersehen, eine coole Schatzkiste, nehme ich mit. Und ja, der ist Zauberer, hat dementsprechend coole Zaubertricks auf Lager. Zeige ich euch. Passt auf, Leute. So, seht ihr, Leute, jetzt haben wir schon viel mehr als am Anfang. Am Anfang konnten wir ja nur angreifen. Inzwischen können wir auch blocken. Wir können Tränke einsetzen. Wir können flüchten und eine Special Attack einsetzen. Die ist bei jedem Charakter tatsächlich auch anders. Wir haben oben, das kann ich jetzt mal erklären, drei verschiedene Zeilen, seht ihr, ne? HP sind natürlich die Leben, AP ist für Zauber und CP ist noch was Spezielleres. Das ist die Special Attacke von den einzelnen Charakteren. Wenn ihr schon mal Final Fantasy gespielt habt, dann wisst ihr wahrscheinlich, was CP ist. Das ist dann zum Beispiel der Omni-Strike von Cloud Strife, die er dann immer einsetzen kann und sowas. Und ja, das gibt's hier halt auch in einer vereinfachten Form und nicht so ganz so hübsch wie bei Final Fantasy. Also je mehr man dieses Spiel spielt, umso mehr kommt hinzu, umso mehr muss man sich auch überlegen, was man so ausrüstet etc. Später kommen auch noch so richtige Items rein, dass man dann jeden einzelnen Charakter auch ausrüsten kann, wie man will etc. Also mit irgendwelchen Ringen zum Beispiel, dass sie mehr Leben bekommen oder mehr Attacke und so. Ist schon alles eigentlich ganz schön fresh, muss ich sagen. Oh, und hier haben wir ein Lagerfeuer. Leute, wollen wir Lagerfeuern? Lagerfeuern macht immer Spaß. Am besten, wir spielen irgendeinen witzigen Song. Hat eine Posaune. Ist das eine Posaune, dieses riesige Ding? Kann sein. Auf jeden Fall, Nick Viola will wieder nicht spielen, weil ist halt so. Und in dieser Welt macht man anscheinend das Feuer, wo übrigens eine Violine drin ist, an, indem man wieder Musik spielt. Weil in dieser Welt macht man alles mit Musik. Ja. Yeah. Und Lagerfeuer dienen halt dazu, um zu speichern, sich aufzufrischen. Man kann jetzt mit diesen Leuten reden. Stimmt, das habe ich euch noch gar nicht erzählt. Man kann jetzt mit den Leuten reden, wenn man will, und so das Freundschaftslevel erhöhen. Wie geil ist das denn, Leute? Es gibt so viel Stuff in diesem Spiel. Bin ein bisschen gehypt, muss ich sagen. Es soll nicht allzu lange gehen. Also wenn man das normal durchspielt, dann soll es nur so 6 Stunden gehen. Von dem her könnte man das vielleicht sogar durchspielen. So in 2, 3 Parts, wenn ich hier so immer nur durchknibbel. Aber muss man mal gucken. Und da drüben haben wir einen neuen Freund. Hallo, ihr Ritter. Wer seid ihr denn? Der Soleil. Soleil. Ja, wir sind hier. Was macht ihr hier? Ihr beschützt irgendwas? Das ist sehr cool. Warte, was? Ihr wollt in die Kathedrale? Da komme ich doch mit. Und du hast noch ein Stück Käse für mich? Das ist sehr, sehr nett. Dankeschön, Soleil. Diesen Käse werde ich mir gleich richtig geil anziehen. Aber nein, das war natürlich kein Käse, sondern das war ein Gem. Und ihr seht, alle unsere Charaktere haben unten rechts 2 Gem-Plätze. Und jetzt kann man da reingehen und sagen, yo, hier die Viola soll den Soll-Gem bekommen und ist dadurch jetzt um 2 stärker geworden. Toll, ne? Und das kann man bei jedem Charakter machen. Und so kann man dann seine Charaktere halt auch anpassen, wie man will. Wie dem auch sei, weiter geht's zur Kathedrale! Oh, ein neuer Gegner auf dem Weg dahin. Ein Feuerviech mit einer Sonnenbrille, warum nicht? Dann kann ich euch mal zeigen, was so Tolles kann. Also wir können... Zu einem natürlich auch mal mit Viola hier mit diesem The Perfect Strike angreifen. Sollte den vielleicht sogar one-hitten. Diese Perfect, diese CP-Dinger haben immer 2 Phasen, muss man dabei wissen. Also erstmal kommt dann so eine coole Animation hier, Perfect Strike. Und dann muss man mehrere Sachen machen. In der ersten Phase muss ich jetzt B gedrückt halten. Und jetzt muss ich nämlich schnell noch X richtig gedrückt, oder richtig drücken, damit ich überhaupt irgendwann da angreifen kann. Sonst wäre die Attacke jetzt fehlgeschlagen. Greifen wir den nochmal kurz mit einer Wasserattacke an. Zack, 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 zack. Und let's go! Hä? Scheiße, oh Gott, wir sind schwächer als ich dachte. Aber der eine ist paralysiert, wie es aussieht. Wir haben seine Sonnenbrille kaputt gemacht. Das gibt's ja also auch. Die Gegner können auch paralysiert sein. Wir kriegen sogar einen Gem, weil wir den getötet haben. Ist ja der Wahnsinn.
So, der auch RIP. Wir sind einfach die Allergeilsten. Dann jetzt aber endlich in die Kathedrale. Da ist sie. Hallo. Hier sollte ich hin. Hier ist nämlich dieser komische Ritter hingelaufen. Was er wohl wollte? Warum ist er hierher gelaufen? Sieht auf jeden Fall cool aus hier. Oh, wer ist das in Rot? Er hat auf jeden Fall einen Schwanz. Ist das etwa ein Drache? Nein, ich bin kein Drache. Ich bin ein Dämon. Hä? Aber was machst du Dämon denn hier? Hör auf, hier Sachen zu machen und antworte mir gefälligst. Was ist das für eine Violine? Du willst mich mit einer Violine angreifen? Törichtes Kind, ich werde dir zeigen, dass man nicht mit Violinen auf nackte, angezogene und gehörte Männer zeigen soll. Spüre die Sense des Todes. Nee, warum machst du das? Achso, und dieser komische Ritter ist uns jetzt auch zugeflogen. Also der ist jetzt auch in unserem Team. So, das ist jetzt der erste Bossfight. Wir heilen erstmal natürlich unseren Wolf, weil der Wolf ist richtig stark und ich mag den Wolf sehr. Denn Fenris ist ein cooler Dude, muss man einfach sagen. Ich mag Furries. Furries sind halt süß und knuffig. Und Fenris ist halt nun mal einer. So, und jetzt kommt der Perfect Strike. Stirb an meiner Violine. Yeah, aufladen und Feuer. Oh, der hat ganz schön viele Leben. Aber er ist paralysiert. Tja, dann kann ich wohl auch noch die Final Barrage einsetzen von meinem Wolf. Au! Ich schlitz dich zu Tode. Das hat jetzt nicht so viel Damage gemacht. Was kann der Ritter Tolles? Ich kann mir vorstellen, dass der nicht so viel Damage macht, weil er halt nur einen blöden Schild hat. Er macht einfach genauso viel Damage wie Fenris. Hä? Okay, ich hab gelogen. Fenris ist gar nicht so stark. Wieso habe ich den geheilt? Egal. Draconic Wave. Schließlich bin ich der beste Magier aller Zeiten. Oh, Wasser. Drachenattacke. Ach man, das Spiel ist echt witzig. Leute, wie findet ihr das Spiel? Ich mag's. So, vorhin, durch diese ganzen Action-Dinger hat man halt das Gefühl, dass man auch so ein bisschen Skill mit reinbringt. Man muss halt auf mehreren Arten überlegen, weil es auch ein RPG ist, wie man jetzt kämpft und wann man sich genau heilt und wann man hier in diesen Verteidigungsmodus geht, damit man nicht so viel Damage kriegt und so. Ja, schon alles sehr, sehr cool. Die Story ist eigentlich auch ganz witzig. Kann man mal machen. Und es kostet, wie gesagt, nur 15 Euro. Oh, was? Ihr habt mich besiegt. Das kann nicht sein. Ich bin die Hand der Gerechtigkeit. Haltet meine Worte. Ihr werdet mich wiedersehen. Der war ja komisch. Miau. Ja, der war komisch. Aber ich begleite euch jetzt auf eurer Reise, ja? Na gut. Ich bin Viola und wie heißt du? Hab ich doch schon gesagt. Ich bin Soleil. Ach ja, Soleil. Wieso nimmst du mich auf den Arm? Lass mich bitte wieder runter. Hallo. Ich will nicht auf den Arm sein. Hä? Wieso hat er mich denn auf den Arm genommen? Hör auf, ich hab den Arm zu nehmen. Das darf nur der Furry. Nur der Furry darf das. Ja, nur der da. Genau auf den, in den du da zeigst. Ihr Lagerfeuer-Action, Leute. Diesmal spiele ich auch mit. Versprochen. Der Soleil hat einfach einen Klavier. Warum nicht? So, und das müssen wir jetzt tatsächlich nachspielen, was er da spielt. Das Blöde ist, die Sachen verschwinden nach der Zeit, wenn man nicht schnell genug spielt. Ja, da verschwindet schon. Aber habe ich mir natürlich gemerkt. Wunderschön. Mega cool. Mit diesen ganzen Liedern erinnert das auch ein bisschen an The Legend of Zelda Ocarina of Time, nicht wahr? Finde ich auch sehr cool. Alles sehr, sehr cool in diesem Spiel. So, guck, und jetzt sind wir in diesem Lagerfeuer und können mit Fenris reden. Und der sagt dann, ach ja, ich bin hier, weil ich bin ein Wolf und mein Fell ist voll weiß. Willst du mal streicheln? Und dann sagen wir, ja, ich will mal streicheln. Oh, geil. Und jetzt ist unser Freundschaftsband angestiegen auf C. Weil streicheln mag jeder. Und wir können natürlich auch mit unserem Katzenfreund reden. Und er sagt, ha, guten Abend, guten Abend. Und wir dann, ja, guten Abend, du bist eine süße Katze, schnurr mal für mich. Ich streichel dir dann auch unterm Nacken. Oder unterm Kinn, besser gesagt. Und jetzt bin ich auch mit dem befreundet. Der Ritter will nicht mit uns reden, ist halt ein bisschen zäh, aber passiert. So, und das ist der Anfang von diesem Spiel. Ich hoffe, dieses kleine Let's Test hat euch gefallen. Eventuell war das ein bisschen sehr schnell, wie ich hier durchgerattert bin. Aber es ist, wie gesagt, nur ein Test. Ihr solltet einen kleinen Eindruck bekommen haben, was man in diesem Spiel machen kann. Und ja, könnt ihr aber schreiben, ob ihr dafür dazu vielleicht sogar ein Let's Play sehen wollt. Das wird dann aber auch in dieser Geschwindigkeit wahrscheinlich ungefähr gehen, weil immer wieder dieselben Kämpfe zu sehen, ist vielleicht jetzt nicht das Tollste und Spannendste. Ja, je nachdem, wie die Kommentare sind, geht's dann hier weiter oder nicht.
Ansonsten hoffe ich, wie gesagt, ihr hättet einen guten Eindruck von diesem Spiel bekommen. Und wenn ihr euch das selber kaufen wollt, guckt bei Steam, kostet 15 Euro. Dann danke an den Publisher, der mir das kostenlos zur Verfügung gestellt hat. Wir sehen uns bei irgendeinem anderen Video wieder, vielleicht bei einem anderen Test oder bei einem weiteren Viola-Video. Und dann bis zum nächsten Mal und tschüss.